Hey Guys, guten Morgen. Alarmstufe Rot, der DAX-Absturz. Tja, wer meine Videos verfolgt hat in den letzten Wochen und meine DAX-Videos, der hat verfolgt, dass ich hier unten ihr erinnert euch, den Dach. Im DAX-Chart, als ich diesen Balken hier eingezeichnet habe, vor circa einer Woche. Und surprise, surprise! Wo ist denn der DAX jetzt abgestürzt? Bis genau aus welchem Punkt? Tja, es war natürlich Zufall, aber natürlich genau in die Zone rein. 10.500 Punkte! Ja, leck mich am Arsch, ne? Also die Wahrscheinlichkeit war durchaus gegeben und ist auch eingetreten. Und ich habe auch überall auf allen Facebook-Gruppen, wo ganz viele Leute, mit denen ich immer nett hin und her chatte, also das kann man eben einfach auf Facebook besser machen wie in YouTube. Es ist halt, jede Plattform hat sein eigenes Für und Wider. Habe ich gepostet, Leute, Cash is King, Cash is King, Cash is King. Ja, haltet euch fest, haltet euch fest. Ja, ich bin am Freitag, habe ich, ich weiß nicht, 27 Geschäfte abgeklappert wegen Desinfektionsmittel. Ja, teilweise war sogar Toilettenpapier ausverkauft. Ja. Schaut euch mal an, was welche Panik auch in den unterschiedlichen YouTube-Streams ist in den USA und so weiter. Der depperte, also wirklich der total fatale Zinsentscheid. Ja, also quasi die komplette Ruinierung des Erholungsversuchs der letzten Woche durch die FED-Zinsentscheid vorweggenommen, ja, und total doofen Bemerkungen, etc., etc. Und da war natürlich jetzt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es runtergeht. Und ich sitze noch so da, gehe noch so ziemlich aus allem raus, was ich an Aktien habe, ja, also bis auf 10% runter. Ich hätte eigentlich auch gleich alles verkaufen sollen. Jetzt, ich traue mich gar nicht reinschauen, obwohl ich mit fast allem raus bin, habe ich natürlich trotzdem ein Minus. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, scheiße halt, ne? Also ich weiß nicht, ob jetzt YouTube mein Video nicht rankt, weil ich diese Wörter benutze, aber es gibt ja, ich verfolge einige YouTuber, englische YouTuber, die sagen die ganze Zeit fuck hier, fuck der, fucking, fucking this und that. Ja, also und die ranken auch, also von daher ist das alles auch nur Blödsinn, dass man keine Swearwords benutzen darf. Ja, sieht nicht gut aus und wer spätestens jetzt nicht an den Crash glaubt, ja, jetzt ist er auf jeden Fall da, ne? Weil, ja, 3000 Punkte sind nun mal mehr als 20%. Und ab da ist es halt offiziell keine Korrektur mehr, sondern eben ein kleiner Crash. Naja, schauen wir mal, was die Woche mit sich bringt. Auf jeden Fall scheint es auch in den USA Hamsterkäufe zu geben. Und zwar in Regionen wie Hollywood, LA, also auch in guten Regionen. Das heißt auch all die Leute mit Geld und die Betuchten, ja, die haben ja genauso Schiss. Ja, das ist auch ganz interessant zu sehen. Ja, also you can't buy health, ja, dann letztendlich. Und die versuchen alle irgendwie aus der Stadt rauszukommen, ihre Kinder irgendwie in Sicherheit zu bringen und solche Videos siehst du da, ja. Und das ist for real, ja. Das sind keine Clickbait-Videos oder sowas, ja. Naja, okay. Wollen wir nur kurz das Video machen hier. Ich hoffe, einige von denen in der Facebook-Gruppe, weil alle immer auch hin und her gehüpft sind und haben immer nachgefragt, ja, was soll ich jetzt nachkaufen, was soll ich nachkaufen, was soll ich nachkaufen, ja. Also die sollten sich einfach mal, die Frage hätten sie sich stellen sollen, ja, wie erhöhe ich meine Cashquote, ja, erstmal. Und dann erstmal schauen, wann sich das Ganze wieder gelegt hat und dann eben nachkaufen, ja. Und ich habe nachgekauft, als es alles so runtergegangen ist, als es quasi durch die 200-Tage-Linie durchgegangen ist. Ja? Da habe ich ein bisschen nachgekauft, aber da bin ich wieder raus. Ja? Und zwar in der letzten Woche, als es sich dann so ein bisschen erholt hat, aber eben nicht so richtig. Und dann eben dieser idiotische Zinsentscheid am Mittwoch und dann eben die leichte Panik am Donnerstag und dann nochmal Panik am Freitag. Und dann habe ich gesagt, hey, forget it.
haben ein leichtes Minus, aber raus da, ne? Also, ja, ich hoffe nur, viele haben mir da gleich getan, von denen, mit denen ich da einfach am Wochenende, ich glaube am Freitag habe ich irgendwie so an die 100 PMs geschrieben, also über Facebook. Also, Leute, macht dir mal da keine Gedanken drüber. Ja, dann hieß es, ja, wie ist es da mit der Aktie, mit der Aktie, mit der Aktie? Ja, vergesst mal kurz Aktien. Ja, habe ich noch ein Video gestern gemacht. Schaut mal, dass ihr Cash haltet, ja. Und dann investiert mal vielleicht für ein paar Tage in was anderes als wie in Aktien, ja. Ist vielleicht ein bisschen gesünder, auch fürs Nervenkostüm, ja. Eine Sache, die ich nicht gemacht habe, ja, wo ich noch, weil ich war nämlich nicht da und ich bin da so gesessen in so einem Restaurant mit relativ schlechter Verbindung. Auch übers Handy habe ich das alles gemacht, ja. Und habe mir gedacht, vielleicht sollte ich zudem, dass ich jetzt mit den ganzen Positionen rausgehe, auch noch Short gehen im DAX, ja, mit so einem ETF oder sowas. Und das habe ich ja öfter mal versucht und meistens ging es immer schief, weil einfach wir sehr starke Aufwärtstrends hatten bis vor 2 Wochen eben. Also das Hedgen hat mich dann eben Geld gekostet und das hätte ich jetzt heute wieder ausgeglichen, ja, hundertprozentig. Ja, das habe ich nicht gemacht, das war vielleicht ein kleiner Fehler, aber ich habe mir gedacht, hey, der Hedge, ein riesen Hedge jetzt, wenn ich eh schon fast mit allem raus bin, aber einfach darauf setzen, dass heute quasi das Ding einstürzt, also direkt darauf setzen, also direkt, nicht, also indirekt, sondern passiv habe ich ja darauf gesetzt, weil sonst wäre ich nicht rausgegangen, aber aktiv darauf setzen, dass der heute noch stürzt, das habe ich halt leider nicht gemacht. Mei, da habe ich noch ein paar Euro liegen lassen, aber niemand macht alles richtig, ja. Also ich habe definitiv eine Menge Geld gespart, indem ich halt einfach noch mal raus bin, auch mit in den Positionen, die ich teilweise schon wieder nachgekauft hatte oder versucht habe zu verbilligen. Denn eins kann ich euch versprechen: Wenn die US-Börse heute eröffnet, ja, dann wird dieser rote Balken hier im DAX nicht weniger rot werden, ja. Also jetzt schauen wir uns mal kurz an, ja, wo die Reise dann noch hingehen könnte. Also hier ist auf jeden Fall ein Widerstand, ne? Also das ist ja logisch, deswegen habe ich hier diesen Balken hier eingezeichnet. Dieser Balken ist letztendlich hier das. Ja, das hier. Tja, aber dann ist der Weg natürlich auch nach 9000 auch nicht mehr sehr weit. Ja, nach 3000 Punkte nochmal 1000 oder so runter. Weil dann kommt die nächste wirklich fette Widerstandszone und die ist halt so unter 10.000 bis ja, knapp 9.000. Und ja, vielleicht lohnt es sich noch, doch noch Short zu gehen. Ja. Also die absolut krasse Gegenbewegung lässt auf sich warten. Panik, also es ist einfach zu viel Realpanik. Also wie Hamsterkäufe und ähnliches teilweise schon. Also zumindest von Desinfektionsmittel und Frauenkosmetika waren überall ausverkauft, haben sie mir gesagt, weil da teilweise so Desinfektionsmittel drin sind. Ja. Das hab ich ihr dann gesagt. Keine von den Verkäuferinnen wusste, warum alle Frauenkosmetika verschiedene, also weg sind. Leergeräumt habe ich gesagt, naja, in manchen von denen, also so Make-up, ja, kenne ich mich auch aus, gell, Wahnsinn. So, wenn man so Make-up wegmachen kann und so Nagel, irgendwas, da sind teilweise auch so Desinfektions-, also auch Alkohol einfach drin, ja. Haben sie natürlich auch leer gekauft, ja. Na, okay. Also, soll es gewesen sein, zu dem DAX-Update und alles andere werden wir sehen und wird folgen. Also, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein.